100 Jahre, das ist schon ein würdiger Grund zum Feiern. Und gefeiert wurde zum runden Geburtstag des Bodenseeschiffs Hohentwil ausgiebig, nämlich in Friedrichshafen. Als Geschenk für den altehrwürdigen Raddampfer gab es eine Sonderbriefmarke und ein Buch über die wechselvolle Geschichte der Hohentwil. Nach 100 Jahren dampft die Hohentwil noch elegant wie eh und je über die Wellen des Bodensees. Ein standesgemäßes Begrüßungskomitee hat sich am Freitag in Friedrichshafen versammelt, um die Jubilarin gebührend zu empfangen. Seit 1990 ist die gebürtige Friedrichshafnerin in Hart zu Hause. Das ist für uns natürlich eine besondere Ehre, dass wir den Festtag untermalen dürfen, dass wir mit der Hohentwil hier angereist sind und jetzt dann auch beim Auslaufen wieder entsprechend ein paar Märsche spielen dürfen. Schließlich war es ja auch ein Harder, der die Hohentwil aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt hat. Sie ist für mich ein Objekt, wo ich alles reingesteckt habe, was ich an Erfahrung, Ausbildung und vor allem auch als an Visionen gehabt habe, dieses Schiff wieder aufzurüsten. Und das war mir einfach wichtig und hier habe ich alles reingesteckt. Es ist deswegen so besonders, weil Menschen aus drei Ländern, aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland, sich zusammengefunden haben und mit unwahrscheinlichem Engagement über 5, 6 Jahre hinweg dieses Schiff von einem Schrotthaufen, nichts anderes war es damals, zum wirklich schönsten Schiff am Bodensee wieder gemacht haben. Diese Eleganz, dieser Flair, dieser der vorvorletzten Jahrhundertwende, heute in dieser heutigen schnelllebenden Zeit zu vermitteln, zu transportieren, diesen Zeitgeist auch vielleicht etwas wiederzugeben. Ein Ort für erinnerungswürdige Momente also. Ich habe einen ganz besonderen Bezug, weil ich auf der Hohentwil geheiratet habe im Jahr 2001. Experten haben die Hohentwil angeblich zum schönsten Dampfschiff Europas geadelt. Und wir glauben ihnen das einfach mal. Von Moment zu Moment nennt Martin Walde seine aktuelle Ausstellung im Kunstraum Dornbirn. Darin ist ein Video zu sehen, in dem Walde eine Wiese unter die